Ich erinnere euch nochmals, der Unterschied zwischen Huluk und Adab ist. Wir hatten ganz am Anfang dieser Unterrichtsreihe gesagt, es gibt im Menschen einmal den Huluk, einmal den Khalq. Al-Huluk ist sein inneres Bild, sein inneres Aussehen. Al-Khalq ist sein äußeres Aussehen. Deswegen seht ihr auch in der Definition des Hadith, die Muhaddithun definieren den Hadith wie folgt, sie sagen, Kullu ma nuqila an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, alles was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet wird, min qawl, seine Aussagen, fi'l, seine Taten, taqrirat, seine Bestätigungen, was noch? Sifa khalqiyya, äußerliches Erscheinungsbild, khalq, und khuluqiyya, akhlaq, Charakteristik. Dann gibt es die Adab, wobei ich glaube, es gibt keine Beziehung. Also der Adab ist vom Khuluq trennbar. Jemand kann äußerlich Mutaaddib sein, das heißt Adab haben, aber verdorbene Charaktereigenschaften. Die Adab sind so die Manieren. Jemand kann Manieren haben, aber verdorbene Charaktereigenschaften oder nicht. Äußerlich glänzt und ist alles bei ihm okay. Er verhält sich, wie man sich zu verhalten hat, aber er hat keine angenehmen Charaktereigenschaften. Die Charaktereigenschaften sind das innere Bild des Menschen. Aus dem quellen seine Taten und Aussagen hervor. Es geht darum, dass etwas deine Charaktereigenschaft ist, wenn du diese Tat nicht erzwingen musst. Sie fließt einfach aus dir raus. Du musst nicht mal darüber nachdenken, das passiert einfach, automatisiert. Das nennt man Charakter.